Ja, geil, dann kommen wir da gleich. Ja, dann kommen wir gleich zu den Nägeln. Ja, das ist natürlich perfekt, weil dann können wir auch dann mal direkt eine Kiste craften und den Tisch. Und dann geht das mal so richtig rund. So Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ben zockt Force of Nature. Wir befinden uns hier in unserer Hütte. Die haben wir in der letzten Folge gebaut. Und nicht nur das. Was wir an Goblins verkloppt haben, das ist nicht mehr feierlich. Wir haben sogar ein Wildschwein gejagt, beziehungsweise das Wildschwein hat uns gejagt. Und wir haben es dann daraufhin erledigen müssen. Wir haben auch hier einen Amboss gebaut. Wir haben so viele Sachen gemacht jetzt hier. Und wir werden das auch weiter fortführen. Denn wir müssen jetzt als nächste Quest, um den Amboss abzuschließen, noch 10 Nägel bauen. Aber um die Nägel zu bauen, brauchen wir noch andere Sachen. Und zwar, wenn wir da nämlich mal auf den Amboss gehen, müssen wir Tools haben. Tools, um entsprechend Sachen bauen zu können. Das heißt, wenn wir jetzt auf Recipes gehen und nehmen Nägel, dann steht hier, wir brauchen einen Hammer. Und Wooden Tongs oder Iron Tongs. Egal was, ich gehe mal davon aus, wir machen erstmal Wooden Tongs. So, jetzt ist die Sache, wie machen wir das als erstes? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal ins Crafting-Menü und schauen da, was wir alles machen können. Oh. Wir können Stone Arrows machen, aber wir haben keine Federn, okay. Das ist auch gut zu wissen. Wooden Tongs, aber Wooden Tongs können wir machen. Und die können wir auch schon herstellen, dann machen wir das auch direkt. So. Und dann brauchten wir, glaube ich, noch einen Hammer. Warten wir erstmal, bis das fertig ist. Vielleicht können wir den Hammer ja hier erstellen. Nee, das sieht mir nicht danach aus. Ich schätze mal, im Bonfire geht das auch nicht. Nee. Vielleicht im Cold Smoker, obwohl im Cold Smoker kannst du wahrscheinlich nur Kohle jagen. Da kannst du nur Kohle herstellen. Okay. Ja, das ist dann jetzt eine gute Frage. Vielleicht kann man es ja direkt hier machen. Ach, guck mal hier, wir können Helme basteln. Iron Pick. Ja, ey, wir sind bald, da kommen wir zu einem richtig, ja, sehr geil, kommen wir zu einem neuen Status des Survivals, würde ich mal sagen. Aber bis wir da hinkommen, müssen wir wahrscheinlich echt noch ein paar andere Sachen machen. Build Construct, Cold Smoker, Anvil, Heart of Branches, Craft Table. Ich glaube, da machen wir erstmal den Craft Table, wahrscheinlich können wir den dann da herstellen. Was brauchen wir denn dafür? 20 Planks, 15 Nägel, ja gut, dann brauchen wir den dafür nicht. Aber Planks können wir herstellen vielleicht schon mal. Dann gucken wir mal, was können wir denn... Planks. Plank 3. Kann man, machen wir mal. So. Not enough free space for Plank. Hm. Habe ich echt zu viel. Kann man denn hier nicht mal irgendwie irgendwas bauen, wo wir Sachen hier reinlegen können? Small Chest. Small Chest. Nägel brauchen wir wieder dafür. Das ist ja klar. Jetzt baut alles auf Nägeln auf. Das ist ein bisschen blöd, na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gucken wir trotzdem nochmal rein, was. Craft Table, Heart of Branches, Gates, Fence. Ne, wir haben nur. Wir haben nur das, okay. Tja, was machen wir denn da? Hm. Ja, die Sachen hier wegschmeißen ist auch scheiße. Tja, jetzt ist eine gute Frage, was wir jetzt halt machen. Vielleicht, ja, gucken wir erstmal, wie sieht's denn hier mit dem Anvil aus? Sind die Sachen, habe ich die jetzt, ne, warte, hier habe ich was gecraftet, so. Take all. Ah! Ah, Leute, siehste. Da war der Ben mal wieder ein bisschen blöd. Und hat hier das drin gelassen, das ist ja klar, es kann ja immer nur eine Sache da drin liegen. Also schon von einem Gegenstand mehrere Dinge, aber halt nur eine Gegenstandssorte, sag ich jetzt mal. Und der craftet dann jetzt hier schön die Bretter weiter. Dann kann ich ja schon mal zu dem Anvil hingehen und der braucht ja diese Tong. Und dann bräuchte ich aber noch hier Any Hammer. Oh, hier! Stone Mace, geht das nicht da? Nee, das geht damit, glaube ich, nicht. Nee, komm, dann gucken wir mal. Stone Hammer, den können wir hier bauen.
Ja, den können wir bauen. Ja, geil, dann kommen wir da gleich. Ja, dann kommen wir gleich zu den Nägeln. Ja, das ist natürlich perfekt, weil dann können wir auch dann mal direkt eine Kiste craften. Und den Tisch. Und dann geht das mal so richtig rund. Aber in der Zwischenzeit, also das dauert hier halt schon echt was. Bis die Bretter hier fertig sind. Komm, hier taken wir das mal. Ich glaube, dann laufe ich hier mal rum und hacke hier nochmal ein bisschen Bäume rum. Oder ab. Ich glaube, Logs können wir gebrauchen. Obwohl, haben wir hier noch nicht irgendwie Fruchtbäume oder sowas? Weil dann lohnt sich das. Dann können wir nämlich direkt wieder ein paar Essenssachen einsammeln. Muss ja alles irgendwie so seinen Zweck erfüllen und irgendwo Sinn machen. Aber ich glaube, das ist in der Tat nicht der Fall. Oder sollen wir einfach mal hier so eine Schneise reinschlagen und dann mal ein paar Sticks dabei abbauen? Wäre ja auch mal nicht verkehrt, oder? Man weiß, wo die Gegend hier hinführt. Also, Gegner habe ich ja zumindest noch nicht gesehen. Was ja gut für uns ist. Ja. Ja gut, dann wollen wir aber nicht so ganz mutig nach vorne gehen, sondern bleiben mal schön in der Nähe unserer Base. Wie sieht es mit dem Craften aus? Ja, prima. Haben wir alles. Gut, dann stellen wir jetzt den Stonehammer her. So, einen brauchen wir nur. Und dann gehen wir zurück und bis dahin sollte das Ding, glaube ich, auch schon fertig sein. Und dann können wir anfangen, den Tisch zu bauen. Beziehungsweise, wir wollten ja auch mal Nägel bauen. Vielleicht kriegen wir das mit den Nägeln hin und dann können wir den Tisch bauen, weil wir brauchen die Nägel für den Tisch. Ja, das hängt alles zusammen. Das ist unfassbar. Ja. Ja, gucken wir mal. Ah, es ist gleich soweit. Kleinen Moment noch. So, gib mir mal den Hammer. So, und dann gehen wir mal zum Anvil und dann packen wir da den Hammer rein. So, zack. Und dann können wir anfangen mit Nägeln. Iron Ingot oder Copper Ingot? Ja gut, das heißt, da müssen wir jetzt tatsächlich anfangen. Ja, da kriegst du direkt 10 Stück für. Ja gut, aber ich glaube, dann gehe ich mal mit dem Hammer hier hin, beziehungsweise mit dem, mit der Pickaxe. Und hau mal hier so ein paar mehr Iron Ingots raus. Ja, ist doch schon Iron Ore. Aber wir brauchen mehr. Na, immerhin ist es nicht ganz so schwer wie bei Ark. An Eisen zu kommen. Aber ich glaube, wir müssen uns dann nachher auch eine andere Ecke suchen, wenn wir hier das alles abgefarmt haben. Ich glaube nicht, dass das lange reicht hier alles. Aber ich habe ja schon, hinten bei den Goblins habe ich ja schon gesehen, da waren ja auch schon wieder so ein paar Sachen. Da gab's auch Copper. Ja, Copper brauchen wir ja auch. No, Stamina. So, komm hier, das soll es jetzt erstmal reichen. Dann müssen wir das nämlich hier mit der Kohle schmelzen. Ne, hier, in dem Ding hier. Blast Furnace. So, Recipes. Iron Ingot. Select. Nur 2 Stück. Na gut, immerhin besser als nix. So, und hier. Der Kollege ist fertig mit den Nägeln. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt auch hingehen und einen Tisch craften können. Craft Table. Ne, wir brauchen 15 Nägels, okay. Nägels, wir brauchen 15 Nägels. Dann gehe ich jetzt nochmal hin und baue noch ein bisschen was ab, weil der braucht hier mit dem Metal Ingot, braucht er noch ein bisschen was. Und ich hoffe mal dann, können wir mal langsam anfangen, mal richtigen Kram hier zu bauen. Vielleicht, wenn ich dann besseres Werkzeug habe, ist es dann ähnlich wie in anderen Spielen, dass du dann halt quasi mehr abbauen kannst oder einfach besseren Kram. Fände ich schon recht geil. So. Aber wir müssen unbedingt gucken, dass wir hier irgendwie... Gibt es hier irgendwas anderes? Was haben wir denn noch? Health. Für Stamina. Stamina wäre natürlich echt nicht schlecht jetzt. Health. Oh ja, hier Fliegenpilze darf man nicht essen. Die Pentacaps auch nicht. Die sind wahrscheinlich nur dazu da, um irgendwie ein Gericht rauszukochen, was dann die nachher wieder genießbar macht. Also da gehe ich mal schwer von aus.
So, Bananen haben wir aber noch. So, ziehen wir uns die auch mal rein. Na? Da brauchen wir wieder Kohle für. Ja, Leute, seht ihr, das ist hier... nicht alles so leicht. Das heißt, hier im Bonfire müssen wir uns dann auch mal wieder hier, die Dingens machen, die Glowing Embers. Ich glaube, da machen wir mal richtig rein hier. Da machen wir mal so... komm, machen wir mal 50 Stück. Damit wir hier schön hier die ganzen Geräte hier am Laufen lassen. Damit hier schön die ganze Zeit irgendwas gemacht wird. So. Take. Okay, dann versuchen wir jetzt mal hier nochmal ein paar Nägel zu machen. Machen wir direkt mal 20. So. Ich freue mich schon, wenn ich hier anfange, mit Pfeil und Bogen hier die ganzen Hasen zu jagen. So. Schaut euch das an, wie das alles hier am Werkeln ist. Aber hier momentan ja nicht. Da brauche ich mehr Kohle und mehr Ember. Ja, ist alles dabei, alles am Werkeln. Oh, hier war es jetzt fast fertig. Nehmen wir mal die Nägel. Take all, so. Und dann könnten wir nämlich jetzt hier hingehen. Stone Arrow können wir jetzt auch machen. Ne, brauchen wir jetzt momentan nicht. Wir gehen hin und wollten einen Tisch craften. So. Wo kommt der hin? Ach, den können wir nur in die Hütte reinbauen. Ja, dann bauen wir ihn in die Hütte rein. Ich dachte eigentlich, dass da mal irgendwann ein Bett oder sowas reinkommt, aber ich glaube, wir sind hier momentan in einem Status angelangt, wo wir noch nicht schlafen. Wir haben jetzt seit Tagen und Wochen nicht geschlafen. Und das alles ohne Kaffee, ja? Alles ohne Kaffee hier, aber das ist ja... ja, von nichts kommt nichts, ne? So, wie sieht das hier aus? Kann man eigentlich noch irgendwas machen? Ne, hier, die Nails sind wieder dann. Oh. Nehmen wir die. Und die nehmen wir auch mal. Der Cold Smoker ist gleich auch fertig und dann packen wir neue rein. Das, was ein bisschen schade ist, dass man die Bauschleifen, wenn man jetzt hier reingeht, dass man die nicht ergänzen kann. Also zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, wie es geht. Falls ihr wisst, wie das geht, dass man einen Vorgang währenddessen noch irgendwie zusätzlich Sachen reinpacken kann, dann sagt da ruhig Bescheid. Kann man gut gebrauchen. So. Construction completed. Craft Table. Was kann man denn da alles machen? Oh, da kann man ja alles machen. Tja. Stone-Cutted Cudgel. Ein Cudgel, Splinter und Any Hammer. Tja, wisst ihr, was wir dann jetzt machen? Ich glaube, wir craften uns dann mal noch eben schnell einen Hammer. Stone-Hammer, so. Den legen wir dann da rein und dann motzen wir unseren Cudgel was auf, ja? Und dann hauen wir jeden einzelnen Goblin mit einem Schlag K.O. So, das haben wir auch. Iron Ingot. Können wir wieder reinhauen hier. Aber auch wieder nur einen. Okay, besser als nix. Ja, das zieht sich endgültig hier. Achso, ich muss ja erstmal aus dem Inventar den Hammer nehmen. Wo haben wir denn den Hammer? Take. Craft Table. Und da packen wir dann den Hammer rein. Stone Hammer. Recipes. Ja, aber... okay.
Machen wir es mal so. Geht das denn jetzt? Stone-cutted Cudgel. Ja, es geht. Dann bin ich ja mal gespannt. Oh, das wird eine richtig üble Waffe. So, und was geht hier? Der Iron Metal ist Ingot ist done. Hier haben wir noch was Glowing Amber. Das taken wir auch. Der Cold Smoker ist noch nicht fertig. Ja, der braucht irgendwie für alles am längsten. So, was haben wir hier noch? Ja, wir können eigentlich nichts machen, außer erstmal Nägel. Und ich glaube, das ist auch erstmal am sinnvollsten. Ne? Achso, take all. So. So, das heißt, wir müssten jetzt... Wir könnten eigentlich auch jetzt mal... eine Small Chest bauen, oder? 20 Planks brauchen wir dafür, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder... ein Ingot... Ja, 15 Nägel haben wir. Aber dann müssen wir jetzt Planks herstellen. Okay, Planks. Das heißt, wir gehen, das können wir wieder, glaube ich, hier machen. Plank. Select. 21. Okay, das heißt, in der Zwischenzeit gehen wir dann mal ein bisschen neue Wälder, beziehungsweise neues Holz holen hier. Mit der Axt aber. Ja? Boah, das soll aber lange nicht. Wenn da jetzt nicht viel Holz bei rumkommen. Wie viel haben wir denn jetzt? Ein Lock. Ne, 15 Locks. Okay. Dann holzen wir noch einen ab und dann reicht das auch erstmal wieder. So. Ja, das gibt schon ordentlich. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie weit wir hier sind. Quest. Craft a trap. With the help of the trap, you can catch and tame some animals. Leute, das ist eine geile Aktion. Aber ich glaube, wir werden jetzt erstmal mit dem ganzen Kram hier fertig. Und Tiere einfangen, nehmen wir uns dann fürs nächste Mal vor. Weil wir haben ja da hinten eine Kuh gesehen und die wäre natürlich schon ganz nice, denke ich mal. Sammeln wir hier erstmal schön alles ein. So, wie sieht's jetzt aus mit den Planks? Die Kiste will ich noch bauen. Ja, passt doch. Haben wir dann gleich. In der Zwischenzeit genieße ich mal eine Banane. Oh. Und wir haben ihn hier. Damage 21. Ja gut, er macht jetzt mehr Damage. Aber der Attack Speed ist runtergegangen. Ja gut. Wer weiß, ob das was bringt, ob das was hilft. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, beziehungsweise ich hoffe es einfach mal. Und ich glaube, wir müssen dann mal anfangen, wirklich viel Ressourcen abzubauen. Um dann tatsächlich viel machen zu können. So, jetzt haben wir hier unsere 21, 22 Planks haben wir jetzt. Jetzt könnten wir eigentlich mal gucken, dass wir mal die Kiste bauen. Small Chest. Also jetzt brauchen wir noch den Ingot. Komm, machen wir direkt zwei. Den müssen wir noch warten. Den müssen wir noch abwarten. In der Zwischenzeit holze ich nochmal einen Baum ab. Ja. Ja, jetzt so langsam geht das los hier mit dem Ressourcenfarmen. Dass man ein bisschen was länger braucht, um die Sachen alle bauen zu können, die man bauen möchte. Wie weit ist der Kollege denn? Take all. Dann gehen wir noch kurz einen Stein kloppen. Und wenn wir dann zurück sind, dann müsste der Metal Ingot fertig sein.
Und wenn der fertig ist, können wir unsere Kiste bauen. Dann können wir das erste Mal anfangen, dann tatsächlich auch vielleicht im Vorfeld mal Ressourcen zu sammeln. Und ja, dann einfach frisch in die neue Runde starten, in das neue Video. Dann zocke ich vielleicht einfach mal zwischendurch eine Runde und sammle mal nur Ressourcen. Und mach dann das Let's Play, was ich dann nachher mit den Ressourcen anstelle. So, das soll jetzt erstmal reichen. Ich will die Kiste bauen. Komm, komm, da ist direkt der zweite auch noch fertig. Zack, alles klar. Machen wir direkt einen neuen. Da haben wir wieder keine Kohle für. Okay. Also, egal, wir wollten jetzt die Kiste bauen und die Kiste können wir, glaube ich, jetzt auch bauen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ins Crafting-Menü, Build, Construct, Small Chest. Und ja, wir können sie bauen. Oh, wir können die auch wieder nur in die Kiste bauen. In die Hütte. Ja, das ist blöd. Ja gut, aber solange ich rankomme, ist mir das eigentlich egal. So. Nehmen wir dann mal hier die Kohle. Den Glowing Amber. Wir gehen hier hin und machen nochmal ein paar Metal Ingots. Ja, gesagt, einen. Dann essen wir noch eine Banane und dann dürfte das auch schon bald fertig sein hier. Passt. Na, sieht schon schön aus, unser Lager, oder? Hat eigentlich alles, was man schon braucht zum Überleben, außer ein Bett. Ich habe noch kein Bett. Ich weiß noch nicht mal, wie ich schlafen soll. Ich weiß gar nicht, wie die sich das vorstellen. Weil hier in die Hütte passt doch kein Bett mehr rein. Da muss man sich wahrscheinlich noch eine Hütte bauen. Und da schläft man dann drin. Dann baut man sich sein eigenes kleines Dorf aus, ja, aus Strohhütten hier. So, komm, gleich haben wir es soweit. Yeah! Gucken wir mal in die Chest rein. Oh. Das ist der Inbegriff einer Small Chest, aber mal ganz ehrlich. Da packen wir mal die ganzen Pilze rein. Komm hier, machen wir mal eine Pilztruhe hier. Dann kommen hier den auch noch. Obwohl der. Der wäre ja gar nicht so verkehrt. Aber wir haben leider keinen, der Stamina regeneriert. Das ist schade. Dann tun wir hier noch ein paar Münzen rein. Unser wohlverdientes Geld. Dann tun wir den Pelz hier auch rein. Also Gewichtsangaben haben die nicht. Das ist schon mal ganz gut. Das bedeutet also im Grunde genommen, dass man so viel tragen kann, wie man will. Bis das Inventar halt voll ist. So, alles klar. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wie ihr sehen könnt, haben wir wieder viel gemacht. Wir haben eine Kiste gebaut. Wir haben ein Crafting Table gebaut. Wir haben herausgefunden, wie man Nägel baut. Und wir haben herausgefunden, dass man viel Ressourcen farmen muss mittlerweile. Um vorwärts zu kommen. Und ich denke mal... Ach ja, was haben wir auch noch gemacht? Wir haben hier unsere Schlagwaffe gemacht. Die probieren wir dann in der nächsten Folge auch mal aus. Denn wir haben ja noch eine Quest, dass wir hier auch Fallen und sowas bauen sollen. Damit holen wir uns vielleicht noch ein Tier und... Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn das dann wieder heißt, Ben zockt Force of Nature. Und lasst mir ein Abo oder ein Like da. Ich freue mich drüber. Bis dahin. Ciao. Ich komm mal wieder rein und alle Leute rufen Yippie-Yay. Doch nicht Schweinebacke. Wer ist hier im Game? Wenn ihr es zum Reinen machen, er haut auf deine Kacke. Oh, fuck, ey.